So, okay. Ja, 50. Nicht schlecht. Junge, ich bin Level 4. So, als nächstes haben wir hier Edgefield Street House, Grafton Farmhouse und Brownstone High School. Daniel? Ja. Hast du gehört? Ja. Entweder Entweder alles klar. dieses Streethouse oder die Farmhouse. Die Schule würde ich noch nicht machen. Dafür sind wir noch relativ ungebildet. Okay. Guten Appetit. Danke. Ich bin immer noch am Essen, vor allem. Seitdem wir zocken, bin ich schon am Essen. Kannst du mich finden? Warte, ich suche dich gleich. Ich tue erstmal noch alle Sachen mitnehmen. Ich suche dich jetzt. Edmund, mal eine andere Frage. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich sehe deinen Kopf irgendwie durch den Schrank Ja. durchkommen. Ja, du, deinen Arm sehe ich auch durch die Tür. Ach so, okay, ja, scheiße. Alter, das sieht voll strange aus. Ja. Ja, super. Nein. Das ist mega schwer, die reinzukriegen, ne? Wo ist der andere? Mahlzeit. Okay, was hast du jetzt alles mitgenommen? Alles. Alles. Ich habe einen zweiten EMF-Reader, einen zweiten Fotoapparat, Feuerzeug, Kerze, noch ein UV-Licht, zweimal Kruzifix, eine Videokamera, eine Salz, Räucherstäbchen, ein Stativ, zwei starke Tastenlampen, ein Thermometer und ein Geisterbuch. Alles klar. Also, du könntest jetzt theoretisch noch dein Thermometer hinzufügen, wenn du möchtest. Ja, mache ich sofort. Aber man kommt hier doch schon sehr schnell an Geld ran, ne? Wenn du jetzt einmal verkackst. Ja. Und tatsächlich geht es sogar noch einfacher zu zweit als alleine. Ja, das auf jeden Fall. Wenn einer stirbt, dann ist halt nicht alles verloren, ne? Alter, du bist schon Level 14. Ja, ich habe ja vorher auch schon. Also ich spiele das Spiel ja relativ lange. Ach so, okay. Ich spiele es halt nicht regelmäßig, ne? Ja. Ja gut, das Spiel lohnt sich aber auch wirklich nur in Gruppen, ne? Weil alleine ist es echt creepy, also wirklich. Ist eine ganz andere Atmosphäre. Alles klar, dann gehen wir mal rein. Okay. Ja, und was erwartest du für ein Spiel, das in einem Mann programmiert wurde? So, entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Maria Harris. Ja, Der Geist scheint Maria sowohl auf Harris, Gruppen als auch auf jemand, Salz, der allein ist, zu antworten. Kerzen und Kruzifix. Gut. Ja. Alter, was war das denn? Ach so. Ah, cool.
Kennst du dieses, das war früher bei uns in der Schule immer begehrt, dass du irgendwie mit deinem Finger so ein Loch zeigst und wenn jemand reinguckt, darfst du den boxen. Kennst du das? Ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Die Figuren, die machen die ganze Zeit irgendwie so einen Kreis mit der Hand und da musste ich gerade voll dran denken. Also nimmst du die Kamera mit oder soll ich die mitnehmen? Eine was? Die Kamera. Mit Stativ, Ach meine ich so, jetzt. ja, kann von mir aus echt gerne mitnehmen. Ich habe noch gar nichts mitgenommen. Ich kann sie auch nicht. Ich auch nicht. Gut, dann nehme ich das So. Buch mit. Hä? Die Taschenlampe. Ach so, ich kann nur die tragen, ne? Ja, warte, dann nehme ich sie mit. So. Oh, Moment. Das Buch, ich habe jetzt das Buch, eine Taschenlampe und die Kamera. Buchtaschenlampe, okay, dann nehme ich EMF noch mit. Du kannst dein Thermometer mitnehmen. Das Haus ist jetzt nicht so groß, dass man sich da aufteilen muss. Alles klar. Ich folge dir einfach. Beziehungsweise ich stelle die Kamera jetzt einfach hier hin. Und hol mir Mariah Harris. Wo bist du? Bist du hier? Ja, ich bin noch im Erdgeschoss. alles klar, Bin ich in der komme Küche. anrufen. Ne, lieber nicht. Ich sag's lieber nicht nochmal. Wo bist du? Spielst du gerne Klavier? Lass mich bitte nicht wissen. In dem Haus hat sie so ein Klavier gespielt bei mir. Also ich weiß nicht, ob es sie war, aber ein Geist auf jeden Fall. Also es gibt hier auf jeden Fall eine Garage mit einem Auto drin. Jo. Wenn du Knochen findest, dann Bescheid. Okay. Ich habe einen Knochen gefunden. Ja, nice. Ging ja aber relativ Bist schnell. du hier? Gib mir ein Zeichen. Bitte sei nicht im Keller. Alles nur nicht Keller. Alter, diese Fliegen fallen hier, ne? Also ich habe bis jetzt gar nichts im Erdgeschoss. Und im Keller auch nicht. Ich tatsächlich im Obergeschoss auch nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Da, wo ich nichts an Oh Gott. Gefriertemperatur habe, habe ich jetzt dezentral also die Tür zugemacht. Bloß da. Nein, ich habe glaube ich den Raum. Ich habe den Raum. Okay, wo bist du? Oberes Badezimmer. Oberes Wobei, Badezimmer. warte. Nee, doch 11 Grad. Gerade eben war es 9, jetzt ist 9. Ich nehme die Kamera mit. Ja, doch, das. Jo. Alter, ist das ein kackkleines Zimmer. Ist ja ein kackkleines Zimmer hier, ey. Ansonsten, du kannst die Kamera vom Stativ hier nehmen. Und die Kamera dann einfach nur irgendwo drauf platzieren, so auf dem Waschbecken oder so. Das mache ich jetzt auch mal. So, F. Was? Ach so, okay. Und das Geisterbuch platziere ich gleich hier auf dem Klo drauf. So. Das sieht gerade so aus, als ob du reinkotzen würdest. Ah, das ist unangenehm. Das ist nicht schön. Nee, kannst du gar nicht. 3,7 Grad, 3,6. Ich nehme eine Kamera mit. Du meinst, du hast einen Knochen gefunden, ne? Und UV-Licht.
Und UV-Licht. Achso, ja. Der Knochen ist oben, wenn du. Ich muss wieder hoch. EMF hat ausgeschlagen. EMF hat ausgeschlagen? Ja, EMF 2. Ich hab den Knochen. Ich muss gucken, ob wir einen Geist auf hier haben. Und sammel den bitte auch auf. Wie nehme ich die denn? Hast du ihn aufgesammelt? Ja. Oh Gott. Ja, hab ich. Kannst du gleich an der Badezimmertür gucken, ob da ein Fingerabdruck ist? Ja, gerade bei. Aber ich glaube, der kommt doch erst, wenn der angreift, oder nicht, der Geist? Oder wenn er erst Zeichen gibt? Ach, ich muss doch mal lernen, den Funk zu benutzen. Oh. Du kannst in deinem Beweis schon mal Geistdorf eintragen. Juhu, nice. Ja, doch, ja. Da oben, ne, am Fliegen. Ja, ja, genau. Ja, also, schön. Also, warte. Salz und Kerze. Ich nehme ein Kruzifix mit. Beziehungsweise das Kruzifix lasse ich erstmal liegen. Ich nehme jetzt, ich nehme das Feuerzeug. Mach die Kerzen an. Ich nehme auch eine mit. Gut. Gut, ich gehe. Ja. Der muss sie wieder ausblasen, ne? Ja, ja, er muss die Kerze ausblasen. Oh Gott, der Schatten, ey. Was haben wir für EMF? Was sagt er? Was war EMF? Daniel? EMF 4. Achso, okay. Oh Mist, ey. Oh. Oh nein. Es ist dein Kind! Er jagt uns. Lebst du noch? Es ist der von The Grudge, der Kriechende. Ich hab ihn gesehen, aber ich hab ihn leider nicht erwischt. Ich hab den. Ich bin weg. Ich hab ein Foto. Sag mal, warte, ich kann im Journal nach. Ich hab ein Foto. Warte mal, vielleicht kannst du auch sehen, hier. Ich sehe gar nichts. Nein? Da ist so eine Schattengestalt. Warte mal, Alter, unsere Sanity, ey. Auf J kann man im Journal nachgucken. Echt? Wusste ich gar nicht. Bilder mal hier. Ja doch, hier, Geist. 3 Sterne. Anscheinend hast du ihn drauf, ist aber nur schwarz bei mir das Bild. Ach so, okay. Nee, weil ich sehe den hier, der steht genau in der Wanne. Oder halb an der in der Wanne. So mit einem Bein.
Ja, diese Wanne, die sehe ich leider nicht mehr. Also, warte. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen, hat er gemacht. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern, haben wir gemacht. Wir können jetzt beide nochmal mit einem kurzen Fix reingehen und die da platzieren. Das Problem Aber ist ich hab. gerade, wir haben nur einen Beweis, also nur einen. Was für ein Geist das sein könnte, meine ich jetzt. Ah, jo, stimmt. Müssen wir auch noch machen. Also, UV-Licht war jetzt nicht, ne? Nee, ich habe da nichts gesehen. Vielleicht jetzt, da er uns angegriffen hat. Okay, warte mal. Der war direkt neben mir und das war immer nur 4, also EMF 4. Ich war im Wandschrank und er hat die Tür aufgemacht, weil ich meinen EMF-Reader nicht ausgemacht habe, hat die ganze Zeit gepiept. Jo, habe ich mitgekriegt. Boah, Alter, ey. Das ist dieses kriechende Okay. Vieh, ey. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Moment. Ey, ich gehe da nicht mehr alleine rein. Darf ich hier irgendwann mit? Aber wir müssen das gar nicht mit dem Dings machen. Mit den Räucherstäbchen. Brauchen wir gar nicht. Ah, okay. Dann nehme ich die Geisterbox mit und das Kruzifix. Hast du auch ein Kruzifix? Ja. Gut. Wir gehen da jetzt hoch. Wir gehen da jetzt hoch, platzieren beide unsere Kruzifix in den Dings. Hier. Zack. Platziere deins auch mal bitte hier. Moment. Wo? Ach, hier. Bist du hier? Yes. Okay, Geisterbox. Also, ich sehe gar nichts. Fenster? Fenster ist auch nicht. Also, hast du Geisterbox eingetragen als Beweis? Nein, noch nicht. Der hat mir gerade geantwortet. Ja, habe ich mitbekommen. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Alter, der hat mich schon wieder angepustet. Oh, Alter, ich bin weg, ne? Ey, ich glaube, der Strom ist ausgefallen. Oder haben wir keine Lichter angemacht? Scheiß auf die Uhr. Alter. Hab ich mich erschrocken, ey. Hast du auch gerade dieses... Also. Ja. Boah. Okay. Ey, guck Wir mal, haben jetzt hier. Geister. Ah, ey, hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Der wollte uns angreifen. Ja, der wollte uns angreifen, aber durch den Kruzifix hat er nur gepustet und ist dann abgehauen. Also, Boah, ich lese mal Alter. vor. Wir haben Geister und Geisterbox. Übrig bleibt Poltergeist, Djinn und Mare. So, hast du UV-Licht geguckt? Und Fingerabdrücke? Fingerabdruck habe ich geguckt, aber war aber nicht da. Gut. Also, Mare Drei wäre Geister haben jetzt wir. Gefriertemperatur. Djinn wäre Geister. EMF 5 wäre Djinn. Poltergeist wäre jetzt Fingerabdrücke. Also wir müssen Gefriertemperatur nochmal nachgucken. Warte mal, ich gucke die Helferin nochmal nach. Mare, Poltergeist, Djinn. Jin wäre Mare, EMF5. Gefriertemperatur. Ich habe jetzt leider nicht auf EMF geachtet, wenn ich ehrlich bin. Nee, waren nur 4 bis jetzt. Nur 4, okay. Also, Ja, dann nur Gefriertemperatur. wenn Fingerabdrücke noch nicht waren, dann schließe ich jetzt Poltergeist erstmal grob aus. Ich würde jetzt tatsächlich jetzt erstmal EMF 5 weiter betrachten und Ja. Gefriertemperatur. Gut. Und zwar nehme ich dafür aber nochmal das UV-Lichtsicherheitshalber mit. Weil ich den Platz dafür Okay. habe. Gibt es noch etwas, was man mitnehmen könnte? Ja. Ich nehme noch mal einen zweiten Wir könnten EMF einen mit. zweiten. Genau, wollte ich gerade sagen. Prinzipiell weißt du, wo du dich zu verstecken hast, wenn der Geist kommt? Ehrlich gesagt, nein. Ich bin letztes Mal in die Toilette gerannt. Nicht in die Toilette, in so ein Ja. Nebenzimmer. Ich zeig dir mal, wo ich hingegangen bin. Ich bin hier reingelaufen. In diese Wandschrank hier. Ich habe Bringt den das extra was? offen gelassen, da kann man da direkt reingehen. Okay, passen wir noch zu zweit da rein? Ja. Oh. Ja, das dürfte. Wo ist denn der andere MF-Reader? Hier.
Oh, Alter, ne, ich hab so Schiss. Zwei. Oh, oh. Der hat gesagt, Attack. Ich hab's gehört. 5, EMF 5. Okay. Weg, 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 weg. Raus, 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 raus. Wenn er die Tür zumacht. Ich hab mich extra umgedreht, um zu gucken. Okay, EMF 5. Ein Gin. Alles klar, warte, ich schalte das kurz ein. Alter, uns, Alter, meine Sanity, ey. 5%. 9%. Alter. Okay, also wir haben jeden Auftrag gemacht und wenn wir das richtig erraten, wir müssten jetzt eigentlich 110 Münzen bekommen. Können wir Dings losfahren? Hast du es eingetragen? Ja, ja, können wir liefen. Boah, dieser Truck-Sound, ne? Ja, Mann, ey, ist gruselig als manche Zombies, ey. Geister. Was? Nur 70? Ja, also Knochen, du weißt, haben wir. Ja, Versicherung ist, wenn wir stirbt, ne? Wenn wir sterben. Ja, genau. Ja. Fotos 20, wir haben ein Bild von Knochen, von Geist. Ich bin Level 5. Pro Foto 10. Und jede Aufgabe, also nochmal 10 Münzen. Ich habe große Karten freigeschaltet. Okay. Ja, wir haben jetzt wieder Prison, Brownstone High School und Grafton Farmhouse. Okay, für das Farmhouse. Ich kaufe mal sicherheitshalber 2 Cent. Auf jeden Fall, wenn wir noch keinen Auftrag gemacht haben, noch nicht zu Ende gemacht haben, aber noch mal rein müssen. Okay. Ab welchem Level schalte ich eigentlich eine höhere Schwierigkeitsstufe frei? Also ich bis jetzt habe nur also die ersten 2 Stufen. Dritte Stufe habe ich noch nicht. Ah, okay. Oh mein Gott. Also ich habe alles hinzugefügt, was ich hinzufügen wollte, könnte irgendwie. Ja. Ich nehme noch ein Feuerzeug und eine Kerze mit. Ja. Okay, Salz, Räucherstäbchen, starke Taschenlampe. Ich habe fast 200 Dollar hier. Muss ich auch mal was kaufen. Was ist denn ein Parabolmikrofon? Ich glaube, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, stand da, dass man dann irgendwie durch die Wände oder so hören kann. Oh mein Gott. So, keine Ahnung. UV-Licht, Kruzifix, Videokamera, Stativ, ich geh mal kurz das Bewegungssensor. Ja, alles klar. Ich komme in einer Minute wieder. Bis gleich. So, Soll ich Kopfkamera kaufen? Muss mal gucken, ne? Kopfkamera. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ah, ich kann ihn nicht kaufen. Ach so, ja, stimmt, klar. Ich muss ja bestimmte Level erreichen. Yo. Level 8, ja, super. Na gut. Ich kann hier fast gar nichts hier kaufen. Stativ, Räucherstäbchen. Geisterbox. Könnte ich mir mal auch so ein Stativ. EMF Reader. Ja, gut. Der steht ja jetzt genau vorm Bild. Das ist schon mies, wenn er jetzt stirbt, verliert er all seine Sachen, ne, die er jetzt hinzufügt. Es wäre schon nicht schlecht, wenn ich jetzt auch so ein bisschen was mit einkaufe, damit wir jeweils, er bringt, nimmt, sag ich mal, eine Sache mit und ich nehme die andere Sache halt mit, ne. Irgendwie in der Art, oder dass jeder, sag ich mal, von jedem eine Sache mitnimmt. Aber das ist auch schon ein bisschen kacke, weil wenn der jetzt echt stirbt, dann
Ich weiß nicht, wie viel Geld er jetzt da rein investiert hat. Ingame-Geld. So. Ich spiel mal ein bisschen Basketball. So, bin wieder da. Oder auch nicht. Alles klar. Du kannst jetzt starten, wenn du möchtest. Ich versuche gerade einen Ball zu versenken. So. Ah. Ist auch schwierig, ne? Mega schwer. Yes! Yes! So. Willst du auch noch einen versenken oder soll ich starten? Was? Du kannst gerne starten. Okay. So, los geht's. Ich höre mich bei dir fast ein bis zwei Sekunden später, komischerweise. Du hörst mich bei dir? Nein, ich höre mich selber bei dir, aber irgendwie so ein, zwei Sekunden später immer, wenn ich rede, jetzt mit V. Okay. Wüsste ich jetzt nicht so. Okay. Optionale Ziele. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Hindern Sie den Geister mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen, ja? Hast du Sanity-Pillen gekauft? Ja, zwei Stück. Achso, Alter, die sind doch sehr teuer. Machen Sie ein Foto vom Geist. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Thomas Anderson. Ja, Thomas Anderson, mein Gott. Dieser Geist scheint sowohl auf Thomas Gruppen... Anders, Alter. Ja, voll cool, ne? Alles klar, also was hast du jetzt schon mitgenommen? Thomas Anders. Kamera und Stativ, Taschenlampe und Temperaturmessgerät. Kamera und Stativ, okay. Was nehme ich? Aber Kamera und Stativ lasse ich gleich so stehen, weil ich kann es ja nicht tragen. Ja, ist okay. Ich hasse diese Bude, ne? Ich finde es tatsächlich relativ entspannt hier. Also jetzt ernsthaft? Wo bist du? Was hole ich mir denn? Ich hole mir, glaube ich, noch das Buch. Thomas Anderson. Buch, ne? Ja, ich habe das Buch. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier in diesem Raum? Oder bist du hier? Machst dich hier auf deinem Ledersessel bequem? Hier mit einem Bier? Nee, was ist das? Falls du gerade was gesagt hast, ich habe nichts gehört, ne? Ah, ich rede so ein bisschen mit mir. Ich rede so ein bisschen mit mir selber. Achso. Weil, wenn du V drückst und aus weiterer Entfernung sprichst, dann höre ich dich nicht. Dann musst du D benutzen, Walkie-Talkie. Ja, ich weiß. Gut. Bedienst du die Waschmaschine? Bist du hier am Pennen? Zeig dich, du Ratte. Ey, das wäre so creepy, ne, wenn die auf einmal losgehen würde, ey. Alter. Bist du am Kacken? Bist du hier am Duschen? Ich hab guten Schiss, Alter. Was nochmal? Ich hab dich gerade nicht gehört. Wenn du am Scheißen ist, dann wünsche ich ihm einen guten Schiss. Achso, okay, ich auch. Aber Hauptsache, dass du nicht auf uns scheißt. Oder vielleicht doch. War das nochmal eine Frau oder ein Mann? Das war der. Da, oh. Das war der Thomas Anders.
Thomas, ich bin der Giga. Du weißt auch damals. Sherry, Sherry, what are you talking about? Going through emotion. Love is when you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry Lady. Alter. Hast du dich erschrocken? Warst du das? Wo bist du, Alter? Alter. Ich bin schon zum Ausgang gerannt, ey. Du Sack, Alter. Ohne Witz, ich hab mich schlecht zum Ausgang hinbegeben, ey. Oh Mann. Boah. Ich hab die Stromversorgung die ganze Zeit an- und ausgemacht. Ach so. Oh, du Sack, ey, du kleine Ratte. Boah. Oh Mann, war das geil. Weißt du, das ist eigentlich... Oh, warte, ich hab den Raum. Ich bin hier noch so fröhlich am Singen, ey. Und du auf einmal schaltest dir die Lichter. Mann, ich muss atmen, ey. So, ich hab den Raum. Du hast den Raum, gut. Wo bist du? Unten. Rache ist Blutwurst. Was denn? Was meinst du? Dass du die ganze Zeit das Licht an und aus daneben gemacht hast. Ich doch nicht. Wo ist denn der Raum? Hier. Ich hab hier 6 Grad. In der Küche. Oder im Esszimmertisch hier. Ach so, wenn ich da drauf zeige, hier in der Küche, ne? Ja, alles klar. Was hast du? Was hast du? Die Tür ist gerade aufgegangen. Die hier? Ja, UV-Licht, UV-Licht. Was? Was war das? Hast du es auch gehört? Oh, mein Gott, ey. Das ging hier voll ab. Das war ja mega laut. Oh, Junge. Mach's scheiß Licht an. Oh. Ups. Bitte lächeln. Oh, ich habe keine Sachen mehr. 2,7 Grad. 0,5. Minus 0,1 Gefriertemperatur. Gefriertemperatur? Ist es wieder ein Benji oder was? Das weiß ich nicht, aber wir müssen Fingerabdrücke gucken. Jetzt ist die Tür aufgemacht. Deswegen wird da höchstwahrscheinlich ein Fingerabdruck sein. Und wenn nicht, dann können wir das schon mal ausschließen. Alter, das war gerade mega laut, ey, wo die mir wieder ins Ohr gepustet hat, ey. Oder gehaucht. Ja, nur viel, viel lauter. So, ich habe eine Kamera mitgenommen. Wir haben vergessen, Licht auszumachen, ne? Ja, ja. Ich mach das mal eben. Ist tatsächlich gar nichts hier. Kein Fingerabdruck. Nee.
Nee, kein Fingerabdruck. Du Bastard, komm noch einmal her, ey. Ich will dich nicht sehen. Ich hab den Penner gesehen, der stand genau vor dir. Scheiße, aber Foto. Foto habe ich aber nicht mehr geschafft. Nee, ich auch nicht rechtzeitig. Der war direkt bei meiner Fresse. Oh shit, ey. EMF ist weg. Alter. Ich bin tot. Mach's gut. Ich lebe. Ich bin noch am Leben. Alter, wer hat's noch geschafft? Scheiß, Mann, der Penner ist mir so hinterhergelaufen, ey. Ich bin tatsächlich hier lang gelaufen und schön um die Couch herum und er kam da nicht hinterher. Alter, nice. Der Strom ist ausgefallen, ne? Ah ne, ist nicht. Ne, ist nicht. Ich verpiesel mich mal. Ich komm auch. Und ich hab ein Foto vom Geist. Alter. Ich bin eigentlich nicht so der Horrorspiel-Typ, ne? Wir haben einen Orb. Direkt vor der Seite mit den Beweisen ist ein Bild von dem Geist. Wir haben einen Orb? Ja. Ich glaube, der Geist trägt eine Axt, kann das sein? Ja, das ist so. Alter. Hast du das Bild, hast du dir das Bild angeguckt? Ja, ich sehe es gerade, den sieht man so an der Tür. Ja. Genau. Und deswegen habe ich mich gerade reingekackt. Unsere Sanity. 44, 41, 58. Okay, das geht ja noch. Wieso habe ich eigentlich immer weniger Sanity als du? Phantom wäre EMF5. Ja, und Marvel wäre Geisterbox. Geisterbox haben. Also, der hat ja relativ. Der hat gerade eben EMF4 ausgestrahlt. Warte, eins davon war doch Fingerabdrücke, ne? Juri. Fingerabdrücke war nicht. Ne, Geisterbuch. Also nur Geisterbuch. Und EMF. Ich hab auch mega Glück gehabt, ohne Scheiß. Alter, der MF-Reader steht ganz halt aus. Oh Gott. Bist du hier? Wie alt bist du? Ich glaube, du musst Licht ausmachen und allein sein in dem Raum. Bist du hier? Tschüss.
Okay. Auftrag auf, abgeschlossen. Ab nach Hause. Boah, Alter, mir geht die Pumpe gerade so, ne? Jo. Also, ich hab gefragt, ob wir hier, der Mathe ja alles hier. Deswegen ins Jorah gehen. Es Geil, ist ein Mare. Mare. Dafür, dass die Ware in der Achsenarm hält, ist sie schon ein krasser Typ, ey. Was? Ich dachte, das wäre eine Frau, nein. Mare ist anscheinend auch ein Mann. Ich weiß es gar nicht, ich weiß nicht mehr, was ein Mare ist. Ich auch nicht. Hast du Mare eingetragen? Ja. Gut, dann ab geht's. Machen wir den Sittich. Aber wir haben diesmal keinen Knopf gefunden. Also ich denke mal nur 55